Die mit Abstand lächerlichste und nutzloseste Karte, die wir bis jetzt überhaupt bekommen haben von all diesen Kettenduellen. Zerbrechender Pfeil. Das wird ja mal schlimmer. So, jetzt haben wir aber alles hier gekillt und herausgefordert, was wir killen und herausfordern konnten für Mr. Crow. Können wir jetzt bitte unsere Belohnung abholen? Dauert ja nur eine Dreiviertelstunde, dieses Gebiet hier wieder zu verlassen, weil das riesige offene Gebiete hier sind und unser Charakter nicht super schnell läuft und eine Schnellreisefunktion leider nicht existiert. Warum sollte man auch Quality of Life einbauen, wenn man das Spiel durch hat, ne? Wäre zu einfach. Tap, 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 tap. Danach haben wir auf jeden Fall nur noch ein Pack, das wir freischalten müssen, das leider nochmal relativ viele Duelle brauchen wird. Da drin ist nur noch eine einzige Karte, die ich für das Schicksalsdamendeck haben will, aber leider eine sehr, sehr gute Karte. Tap, 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 tap. So, und auch zu den Slums. Donk. Das wäre Verlockung der Finsternis. Hi, so, geht's jetzt? Was denn? Du bist hingegangen, um es dir anzuschauen? Schön, dass er vorher einen total unzusammenhängenden Random-Dialog hatte und uns keiner Form darauf hingewiesen hat, dass wir den Quest noch offen haben bei ihm. Ganz schön neugierig, was? Wie war's? Du hast gegen ein paar Darksigner gekämpft? Diese Widerlinge sind immer noch in der Gegend? Nicht ganz? Hä, ein seltsamer Nebel? Warte mal, ich komme nicht mehr mit. Sieht so aus, als ob es keinen Ärger mehr gibt. Richtig, alles in Butter. Also genau, die Wolken sind nur immer noch da und jeder kann die immer noch herausfordern. Also der Ärger ist komplett geklärt. Es kommt nicht mehr härter. Ach, ein neues Pack ist nun anwählbar. Ein Traum. Ja, Änderung speichern und dann gehen wir mal in den World-Modus rüber. Ein neues Pack ist nun im Geschäft anwählbar. Wir haben auch Warrior's Triumph zu kaufen, müssen wir auch noch machen. Hatten wir schon alles. Ein neues Pack, es ist Raging Battle. Das Auftauchen einer neuen Macht entfesselt eine grausame Schlacht. Mit dem ollen Werkzeugdrachen drauf. Schauen wir mal, was wir aus Raging Battle so rausziehen. Rotes Feuer, ein dreiköpfiger Drache. Chimero-Unfug, Schwarzflügelmonster, Schwarzflügelzeugs, kann man nie nein zu sagen, Heckenschutz, außerirdischer Hund, morphotronischer Kram, außerirdischer Held, Tiefseetaucher, okay, leider nichts von den Sachen, die wir wirklich brauchten. Aber immerhin haben wir das Pack damit jetzt schon mal. Ja, dann zurück in den Story-Modus. Dann schauen wir mal. Dann müssen wir jetzt Leute besiegen. Und zwar sieht das nach dem Stadion aus. Wenn ich mir die Namensliste so anschaue. Das Stadion müsste bei New Domino City sein. Tap, 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 tap. Fangen wir am besten ganz oben an, weil bei einem davon weiß ich mit Sicherheit, wo er ist. Warum geht's überhaupt den Kartenshop in der Map? Naja, bei den Kartentypen in der Map kann man sich jetzt duellieren. Und wenn wir die jetzt ein paar Mal duellieren, können wir bei den Kostüm freischalten, wenn wir das wollen. So, wir fangen nämlich bei dem Kollegen hier an. Die Welt ist voller unglaublicher Sagen, das ist so aufregend. Der Mr. MC. Den müssen wir dreimal besiegen. So, weil wir jetzt Ewigkeiten nur hier mit Licht des Pflicht gespielt haben wegen den Kettenduellen. Gehen wir doch mal wieder eine Weile auf Siedewasser zurück und versuchen hier mal unser Glück mit.
So, obligatorischer Safe-State und auf ins Duell. Okay, Leute, sieht so aus, als ob ich auch an dem Turnier teilnehme. Duell gegen die Tonne. Kämpft, schlag zu, ist sein Deck. Ich weiß nicht, was er für ein Deck hat, aber es klingt irgendwie schwer nach Attack-Mode-Beatdown. Schauen wir mal, was da kommt. Wir werden es vielleicht sofort erfahren. Yep, Vors Plünderer. Das ist in der Tat Attack Mode Beatdown. Zauberfreie Zone. Alle offenen Effektmonster. Irgendwas. Ne? Alle offenen Monsterkarten aus Effektmonster bleiben von den Effekten von Zauberkarten unberührt, ausgenommen diese Karte. Also können wir momentan keine Kreaturen tauschen, ist das korrekt? Ich schätze, dann bleibt uns erstmal der Beschwörer Ordensritter. Darf ich keinen Creature Swap aktivieren? Was passiert denn, wenn ich jetzt Creature swappe? Ich bin verwirrt. Schätze, dann kriegt er unser sinnloses brennendes Ungeheuer. Und zwar um die Creatures. Nicht. Wir verschwenden damit literally einfach nur unsere Karte, weil es weil zauberfreie Zone da liegt und das Ziel nicht gewählt werden kann. Ja, ich würde mal behaupten, ihr erzählt mir Unfug. Naja, keine weiteren Monster, also Suiciden bei denen, schätze ich. Justizerbrechen, das ist natürlich ungünstig, das heißt, wir haben jetzt auch kein Feld mehr. Also ein normal Monster-Deck, ja. Das ist ja nervig. Und er topdeckt sich einen legendären Jiu-Jitsu-Meister, oder vielleicht hat er auch so schon einen. Warum spielt er auch einen legendären Jiu-Jitsu-Meister in einem normalen Monster-Deck? Das ist meine Frage. Ich hätte hier so einen coolen Blutflügel-Schmetterling gerade mal. Weil der legendäre Jiu-Jitsu-Meister tatsächlich nicht stark genug ist. Warum man legendären Jiu-Jitsu-Meister in Angriff spielt, kann ich dir auch nicht sagen. Einfach nur, weil er angreifen wollte, schätze ich. Er wollte unbedingt die Punkte haben. Er heißt drauf. Ja gut, Dinge, die verdeckt in Verteidigung liegen, die können wir in jedem Fall swappen. Also da wir jetzt gerne unseren Mutter Grizzly haben und wir nehmen uns seinen anderen legendären Jiu-Jitsu-Meister. Den nehme ich doch gerne. Ich habe gehört, legendäre Jiu-Jitsu-Meister haben so einen dermaßen guten Effekt, dass die Dinger sogar competitive sehr oft in Side-Decks drin waren früher. Ja, ja, ja. Dann aktivieren wir mal Mutter Grizzly und beschwören uns leider keinen auf der Hand. Dann rufen wir uns einfach erstmal noch Mutter Grizzly für die Zukunft. Zack, 1400. Jiu-Jitsu Man darf erstmal liegen bleiben. Sein Zug. MC Hammer hat einen Gagagigo und zerstört damit sinnloserweise Mutter Grizzly. Finde ich okay. Absolut akzeptabel. Dann beschwören wir uns diese Runde. Ich könnte Reese für ein. Ja, ich nehme Reese, dann können wir Jiu-Jitsu Meister für eine Synchro benutzen. Das ist doch ganz nett. Mr. Beschwörer Ordensritter. Und dann hätte ich gerne diesen formschönen Goyo-Wächter, weil wir haben leider nicht die Synchro, die ich haben wollte, aber ist schon okay. Goyo-Wächter ist völlig okay. Gib mir doch einfach mal diesen Gagagigo da auf unser Feld. Ich mag den. Gagagigo macht Spaß auszusprechen und Gagagigo ist eine nette Karte. Beschwöre Ordensritter auf die Lebenspunkte. Zack, 1900. Endless. Zahlungnahme. Ja.
darf eine Zahlung nehmen. Mehr sinnlose Münsterchens. Du gehst mal in einen anderen Modus über. Dann spielen wir uns noch diesen Hydro-Gedon raus. Können wir gerade sowieso nicht so richtig benutzen, aber ist doch egal. Gürwächter, was haben wir denn da? Kein verzerrter Kriegswolf mit verdeckter Verteidigung. Das ist ja ein Traum. Okay, Hydro-Gedon greift an. Und Gagagigo mit dem genauen Nullsieg. Bete, ah ja. Ja, ich bin lustig. Er hat gesagt, du hast das Duell verloren. The fuck ist das für ein Ich-habe-verloren-Spruch zu sagen, du hast das Duell verloren. The fuck? No, you lost the duel. Weil ich verloren habe, war es doch ein tolles Gefühl, einmal wieder im Rampenlicht zu stehen. Zur Erinnerung an deinen Sieg, nimm bitte diese erlesene Karte als Ergänzung deines Decks an. Oh Gott, was kriegen wir jetzt? Eine Zahlungnahme. Ach ja. Redet wohl in der dritten Person über sich selbst, in dem Fall schon. Schauen wir mal, ob wir das zweimal hintereinander hinkriegen. Okay, Leute, sieht aus, als ob ich auch an dem Turnier teilnehme. Whoop. Auf die Schlacht! Head of Anfang. Ich mag den Speed-Up-Button inzwischen, ich glaube, ich gewöhne mir das weiter an. Vars, Angreifer! Verdeckter. Besser sein können, wa? Naja, immerhin haben wir diese formschönen Schwerter hier. Dann spielen wir doch erstmal den Zwillingsbeschwörer. Dann warten wir einen Moment. Okay, der wird zerstört. Gut, dass wir den Zwillingsbeschwörer erstmal für diese Runde geopfert haben. Ein Creature Swap, sehr schön. Dann hätte ich hier eine Mother Grizzly im Angebot und dann swappen wir da einfach mal eine Runde. Du hast da bestimmt Bock auf eine Mutter. Hier, ist jetzt deine Mutter. Und dann ist deine Mutter jetzt tot. Das Angebot für... Was? Was? Nochmal! Jetzt opfert er so. Beide. Okay, für Gogiga Gaga Gigo. Das war jetzt schon sinnvoller. Okay, das war weird. Okay. Aber soll mir recht sein, das Ding kann gleich wieder auf der Hand zurückwandern, wenn wir dran sind. Pff, noch mehr davon bitte! Abgrundsoldat, go! Dann aktivieren wir nochmal den Abgrundsoldaten-Effekt und schmeißen mit Abgrundsoldaten um uns. Und dann kann Gogiga Gaga Gigo dahin zurückgehen, wo er gekommen ist. Vorps, Angriff! Ja, schon wieder was zu beschwören. Was hat er denn jetzt noch im Angebot? Irgendwas in der verdeckten Verteidigung. Schauen wir mal, was er da hat. Ein weiterer Gagagigo ist aber tot. Der Kevin! Einen wunderschönen guten Abend, Kevin. Schön, dich zu sehen. Und der noch ein... Aber... Jesus Christ. Wie viele Gagagigos kann man im Deck spielen? Okay, der Gagagigo darf erstmal liegen bleiben, schätze ich. Das Schwert da. Holen wir uns nochmal einen Beschwörerordensritter zur Verstärkung raus. Wie geht's dir, Kevin? Alles gut? Soweit gesund? Hier ist die Zerbrechen. Fehlt aber nur eins unserer Monster. Und da darf der Vars-Plünderer noch attackieren. Sieht soweit so gut aus. Jetzt hat er keine Monster mehr. Ja, RIP. Ich hätte allerdings noch einen Abgrundsoldaten, muss ich sagen. Und dann sollte es das für Duell Nummer 2 gegen Mr. MC gewesen sein. Vars Plünderer greift an. Abgrundsoldat, bete! Ah ja! Mein neues Handy kaputt gemacht? Ach du Schande. Also richtig kaputt kaputt oder ist nur wieder Display kaputt oder so? Was passiert? Runtergefallen? Auch wenn ich verloren habe, war es doch ein tolles Gefühl. Ja, wenn du das sagst, mein Freund. Ein drittes Mal müssen wir aber noch, weil natürlich ist die magische Zahl, wie immer in diesem Spiel, Leute dreimal zu besiegen. Also darf unser Siedewasser nochmal Action kriegen. Würde von Anfang. Wir haben Steinschere Papier aber obligatorisch verloren.
Das ist ein ziemlich schlechter Anfangsstand. Uff. Ich setze dieses brennende Ungeheuer und folge mit diesen verräterischen Schwertern, die erstmal eine Weile liegen bleiben müssen, bitte. MC Hammer ist dran. Boss plündere Markus Modus. Verdeckte, verdeckte. Okay. Oh, gegen die Fallen ist das nicht schlecht. Dann setzen wir uns einen tollen Blutflügel-Schmetterling, weil was haben wir sonst noch für eine großartige Wahl, ne? Wieso machst du immer einen Safe-State für den Fall, dass wir verlieren, können wir dann direkt vor dem Duell wieder starten, anstatt dass ich zu einem blöden Save-Point laufe, das Spiel resette und dann wieder reinkomme. Insgesamt ist es einfach Zeit sparen, lieber einen Safe-State zu machen, anstatt resetten zu müssen. Ja, gut, Synchro ist natürlich nicht übel. Warten wir noch die eine Runde eben ab. Da Schild schlägt er unseren armen Glutflügelschmetterling. Und jetzt geht's rund. Schwerer Sturm! Schauen wir mal. Just die Zerbrechen, letztes Angebot. Ganz viel Unfug. Dann hätten wir hier diese formschöne Flammenwache und dieses brennende Ungeheuer. Und die beiden können sich kombinieren. Entweder zu einem magischen Androiden. Oder halt zu Katastor. Das soll in seinem Fall viel Sinn. Falls er Gugigagagigo aus irgendeinem ominösen Grund rauskriegen sollte, schätze ich, ist Katastrophe im Endeffekt auch noch die bessere Wahl. Also nehmen wir mal. Display, Rahmen, Rückseite, unfreiwilliger Biegetest im Türrahmen von einem Auto. Ja, das tut mir leid, das ist mies. Reparatur will gut 400 kosten. Ja, das ist ja fast ein neues drin, ne? So, dann volle Breitseite. Dann hat er jetzt nicht mehr so viele Karten übrig. Verdeckte und da hinten liegt noch irgendwas. Das können wir aber einfach weginvestieren. Sag mal, wisst ihr, dass dieses Deck extra so konzipiert ist, dass hier nur ein Drittel Feuermonster und zwei Drittel Wassermonster im Deck sind? Ich wollte es nur mal angemerkt haben. Ich sag's mal. Für eine Creature Swap ist das natürlich doof, ne? Da hätten wir doch lieber den magischen Androiden genommen, wenn ich gewusst hätte, dass wir genau das jetzt nachziehen. Naja, können wir halt nicht swappen. Legendärer Jiu-Jitsu-Meister, der. Ja, triggert tatsächlich. Ekelhaft. Ich hätte gerne geswappt gehabt, aber es. Es hätte doch der Android sein sollen. Der Android wäre einfach die bessere Wahl gewesen. In Zahlungnahme, eine Verdeckte. Ich glaube mich eh, dass der doch zweimal Wasser und einmal Feuer braucht. Ja, mich auch. Ansonsten wäre er einfach viel, viel besser, wenn er nur eine Wasser und eine Feuer bräuchte. Dann wäre er auch ein bisschen viabler zu spielen. Die einfach nur die pure Tatsache, dass er zwei Wasser braucht, macht ihn so. Schön, dass er Kräfte raubt, obwohl er nichts hat, was er momentan berauben könnte. Die Umi Iruka ist auch sehr stylisch gerade, weiterhin ohne Wassermonster. Weil wir von unseren zwei Drittel Wassermonster nichts haben. Ich meine, wir haben den Frost- und Flammendrachen, aber wir können ihn ja nicht beschwören. Und ja, noch mehr davon. Uberschildkröte! Ja, wird's jetzt auch gewesen sein. Ich bin durstig! Du gewinnst. Du hast das Duell verloren, sagt er. Jo, und damit haben wir dreimal gegen den MC gewonnen. Dann können wir den schon mal aus unserer Liste von Duellanten, die wir dreimal besiegen müssen, rausstreichen.
Dann suchen wir noch weitere Leute, von denen ich nicht unbedingt weiß, wer wo von denen ist. Also machen wir uns mal auf die Suche, irgendwen aufzuspüren. Ihr beiden gehört jedenfalls nicht auf meine Liste. Ranz Borg auch nicht, aber zu dem werden wir auch irgendwann mal später zurückkehren. Jack steht auch nicht drauf. Wie heißt du nochmal? Hunter. Hunter steht auch nicht drauf. Unter anderem steht Blister auf der Liste. Blister wird ja wahrscheinlich zu Hause sein. Achso, das hat nur diese komischen Wachen, die duellieren in dem Spiel hier scheinbar auch generell nicht. Nicht mal jetzt hier. Ich schätze, wir gehen mal zu Blister nach Hause. Das war hier vorne, oder? Ja, alles klar. Ciao, Magak. Geh du mal. Jo, die beiden hier stehen auf der Liste drauf. Sowohl Bolt und Blister müssen wir beide dreimal besiegt haben. Sieht's ja momentan aus. Wir haben ihn schon dreimal besiegt, wir müssen Blister nicht mehr. Sehr gut, dann kann ich den ja schon von der Liste runterstreichen. Da waren wir irgendwann in der Vergangenheit schon fleißig dran. Du bist also Alex, man nennt mich Bolt. Willst wissen, woher ich dich kenne? Blister hat mir alles über dich erzählt. Ich hörte, dass du ein ziemlich guter Duellant sein sollst. Wir sollten uns in einem Duell näher kennenlernen. Gewinnst du, gebe ich dir etwas Cooles. Sure. Machen wir doch den obligatorischen Safe State hier und dann. Super, dann geht's jetzt los. Ruhm des Ex-Meisters. Ja, Bolt kennen wir in diesem Spiel hier noch überhaupt nicht. Also, den müssen wir noch dreimal besiegen. Schauen wir mal, was der überhaupt für ein Deck hier auffährt. 3 Karten extra Deck. Tatsächlich mal ein paar Wassermonster auf der Hand. Riesenorg, das ist natürlich ein bisschen nervig. Also ein voll frontales Deck, ja. Dann spielen wir doch einfach erstmal diese Mutter Grizzly und dann muss erstmal gut sein. Mr. Boltenner spielt den verrückten Hund der Finsternis. Killt einen armen Mutter Grizzly. Und dann beschwören wir für Mutter Grizzly. Tja. Ich kann Reese jetzt beschwören, kann nämlich gekillt werden, aber wir würden wahrscheinlich gut Damage nehmen. Ich beschwöre Reese. Ach du Schande. Das war jetzt mies, okay. Fröhliches Deck verwüsten. Hoffen wir mal, dass er da hinten keine Removal-Karten hat. Okay, hat da hinten Removal-Karten liegen. Ja, wie wär's, wenn wir das Duell hier nochmal versuchen? Dann, wenn er ausgerechnet auf die Karte spielt, dann können wir dieses Deck in die Tonne kloppen. Da wechseln wir doch lieber einfach das Deck. Schätze die Lichtverpflichteten oder wir nehmen unser Standard-Deck-Deck. Wie wär's mit einem Standard-Deck-Deck? Spaßenshalber. Mal gucken, wie sich das dagegen schlägt. Mr. Bolt Tenner. Super, dann geht's jetzt los. Das Deck-Deck ist auch nicht mehr so richtig up-to-date. Ich glaube, ich habe es seit geraumer Zeit nicht mehr mit wirklich neuen guten Karten beladen. Das waren halt die guten Karten, die wir zu der Zeit hatten, als es gebaut wurde. Macht das Deck akzeptabel. Wie wär's denn mit einer Sakura zur Rüstung? Und dann spielen wir erstmal diesen selben Saurier. Schon wieder der Riesenorg Turn 1. Darf dann gerne einfach mal geflissentlich sterben gehen. Krieger kamen alle nicht lange. Was meinst du, das Kriegerdeck? Das haben wir aber beim letzten Mal doch einiges auch eingesetzt gehabt.
Aber das wäre jetzt gegen sein Deck auch nicht so super, weil die Krieger haben halt auch unglaublich viele, die das gleiche Problem haben wie unser Siedewasser-Deck. Viel zu viele schwache Karten. Wenn er diesen Virus aktiviert, ist einfach das ganze Deck im Arsch. Dann hätte ich ihn noch einen Säbelsaurier. Angsteinjagendes Gebrüll. Wer spielt denn sowas? Na gut, wenn du angsteinjagendes Gebrüll machst, dann mache ich verräterische Schwerter, damit du keine Säbelsaurier von uns killen kannst. Was hat Mr. Bolt Tanner denn noch so? Ein genverzerrten Kriegswurf und eine verdeckte. So ein Ding haben wir auch. Und ich habe auch noch einen Spalt im Angebot. Ich spiele erstmal die Riesenratte. In die Spiegelkraft. Volle Breitseite. Gut, dass wir noch einen genverzerrten Kriegswurf haben. Er hat keine Monster mehr, so weit, so gut. Dann kommt jetzt der genverzerrte Kriegswolf. Dann haben wir auch wieder 2000 Artikel auf dem Feld. Das ist ein Attribut für die Zukunft. Kriegswolf! Ah! Ach, Tragödie, ernsthaft? Okay. Komisches Deck, was er da hat. Autonome Eingreiftruppen von Säbelsaurier von unserer Seite. Und da. Warte, Ushioni? Ist der Typ Simon aus Forbidden Memories oder wer spielt denn Ushioni? Der Mann ist crazy. Oh Gott, cool. Nebelsaur-Soldat. Seine Signature-Card. Ach ja, deswegen muss er so drin haben. War ein Unfug. Gut, dann zack. Noch eine Tragödie. Mein Gott. Wir sterben mit deinen Tragödias. Endface. Nur hat er noch eine verdeckte. Angsteinjagendes Gebrüll. Ich wusste es. Es muss ein angsteinjagendes Gebrüll sein. Ansonsten wäre das Ray jetzt vorbei gewesen. Das geht ja nicht. Meine Fresse. Fattenstalling hier wieder. Karte, cool. Staubtornado für die Zukunft. Was haben wir denn da? X Säbel Erbellum. Darf ich wissentlich sterben gehen. Und dann greifen wir ihn mal mit dem Säbelsaurier an. Bitte! Ah ja! Ah, ich bin durstig. Jesus Christ. Landstalling. Okay, Siegesbonus, Dörlandenbonus, alle Boni. Und vor allen Dingen 6400 DP. Das ist ganz nett. Das ist wirklich drauf. Vier ist schon cool, oder? Weiß nicht, was hast du denn da? Ein Fetzen. Du hast Bolts Herausforderung bekommen. Ein Brief, um einen heftigen Liebesstreit weiter aufzuheizen. Was? Was in aller Welt haben wir vor? Das ist ein einfaches Spiel. Geh zu dem Ort, den ich hier aufgeschrieben habe und du wirst was bekommen. Welcher Ort, den du da aufgeschrieben hast? Das sagt literally ein Liebesbrief, um einen heftigen Liebesstreit weiter aufzuheizen. Das heißt Bolts Herausforderung. Was will der Mann? Wo soll ich hingehen? Wem soll ich wo aufwühlen? Der Mann hat Probleme. Speichere Daten. Ist ja auch egal. Wir sind sowieso so weit, dass wir... Zack, zurück zur Modusauswahl gehen und in den World Championship Modus zurückspringen, denn es ist schon wieder 22:30 und dementsprechend sind wir am Ende des heutigen Streams angelangt. Zum nächsten Mal wird dann das Torwächterdeck auf jeden Fall fertig sein. Jetzt haben wir mehr als genug Punkte dafür. Das Schicksalsdamendeck wird so gut wie fertig sein, wie es aussieht, weil da fehlt uns leider noch die gute alte Allure of Darkness, die wir leider noch nicht kriegen können. Die wäre noch ein Traum für das Schicksalsdamendeck, aber es müsste eigentlich bis dahin auch schon ziemlich gut insgesamt aussehen, wenn auch noch nicht perfekt. Vielleicht kann ich es zumindest schon spielbar bauen, auch wenn noch nicht mit all den Karten, die ich wirklich haben wollen würde. Jo, also dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.